Das ist aber echt ein feiner, ne? Ja. Wahnsinn. Richtig, richtig toll. War er jetzt beim Reiten genauso entspannt wie eben beim Führen? Ja. Toll. Richtig toll. Aber der Nasenriemen ist schief. Warum auch immer. Hm? Siehst du? Hm? Was ist? Hallo. Na, Ich dachte, du gehst da weg. Ich dachte, du wolltest. Ich glaube, ich habe kein Leckerli. Warte mal eben. Ach doch, ich habe eins. Hier. Ja, du hast was mit den Zähnen. Ne? Das sehe ich. Guck mal hier, wie nass das ist. Ja. Jetzt habe ich einen schleimigen Hintern, also eine Hose. Oh, einmal Leckerli gegeben, gleich einen halben See auf der Hand. Sito ist heute das erste Mal mit Vicky obendrauf auf dem Crosstrail. Mal schauen, ob er wirklich so viel Panik vor Wasser hat, wie den beiden berichtet wurde. Aktuell sind die Gewässer noch zugefroren. Gute Voraussetzung für Sito, dass er da heute noch nicht durch muss. Schon fast durchs Wasser gegangen. Hä? Ach so, da durch die kleine Pfütze. Unbewusst. Ach so, unbewusst, ja. Na komm, man braucht ja auch nicht alles am ersten Tag, ne? Das hat er doch so fein gemacht. Oh, meine Schulter. Möchtest du was fressen, Sido? Och, das habe ich jetzt ja aber nicht gewusst, dass hier Wasser ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das tut mir ganz doll leid. Also, siehst du? Ja, das habe ich gar nicht gewusst. Nein, gar nicht. Ja, der Sito, der hat das richtig, richtig gut gemacht. Und auch der Crosstrail, da hat er nicht einmal geglotzt oder so. Und ich finde das total irre, dass ich jetzt mehrfach platziertes M-Pferd einfach hier zur Verfügung gestellt gekriegt habe, dass ich das so reiten kann. Und man merkt auf jeden Fall, dass die Besitzerin da richtig harte Arbeit geleistet hat. Und das ist richtig toll. Der lässt sich richtig toll reiten. Die ersten Reitversuche gestern sind für die beiden gut gelaufen. Nun ist ein neuer Tag angebrochen und Vicky bereitet den Platz für die nächste Reiteinheit vor. Noch ist sie ziemlich aufgeregt, wenn es ans Reiten mit Sito geht. Ja, für uns geht eine ganz aufregende Zeit los. Es ist wirklich Sito bei uns eingereist. Erstmal für 4 Wochen zur Probe, weil die Besitzerin auch gar nicht weiß, ob sie sich wirklich räumlich von ihm trennen kann und möchte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie weiß gar nicht so wirklich, wer wir sind und was wir so machen, was unsere Arbeit ist. Und dann ist das natürlich wirklich so eine Sache für sich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind unheimlich dankbar, dass uns einfach sich diese Möglichkeit auftut, dass Vicky wirklich von einem erfahrenen Springpferd lernen kann. Die Selina selber ist mit ihm bis M 1 Sterne, 2 Sterne weiß ich gar nicht, aber es ist für mich schon hoch genug, ist sie wirklich mit ihm erfolgreich gegangen. Ja, und ihr Weg geht halt weiter zur S, zum S, muss man sagen. Sie reitet ja jetzt nicht Dressur. Und da hat sie halt einfach erkannt, dass so manche Baustellen, der Sito ist jetzt 14, sie wollte ihm das eigentlich nicht mehr zumuten. Halt noch ein Wechsel in die höhere Klasse. Und ja, die Svenja hat ein bisschen so den Weg eingeleitet und hat gesagt, Mensch, ich kenne da eine, als sie Vicky beim ersten Training gesehen hat. Die ist ganz talentiert, die ist ganz vorsichtig und ja, liebevoll zum Pferd und hat letztendlich so ein bisschen den Weg gelegt und hat überhaupt die Option erstmal dargestellt, dass das jetzt wirklich hier so ist, dass der Sito hier bei uns ist. Ja,
ist irgendwie ganz krass. Wir haben ihn gestern so grob durchgecheckt. Vicky ist auch gestern schon ein bisschen geritten. Was ganz Neues, glaube ich, für Vicky, weil natürlich eine ganz andere Galoppade da ist, wie jetzt zum Beispiel bei Campi. Und ich glaube, da rutscht einen schon manchmal das Herz in der Hose. Was für einen Außenstehenden denn als normal aussieht, wo ich sage, Mensch, er galoppiert jetzt gerade ganz schön und Vicky sitzt da drauf und denkt, er geht durch. Das ist natürlich auch eine ganz andere Übersetzung. Ja, und jetzt bin ich erstmal gespannt, was so auf uns zukommt. Und ich hoffe natürlich, wenn alles gut ist, dass der Sito einfach auch bei uns bleiben kann. Weil ich glaube, ihm gefällt das sehr gut. 24 Stunden Heu. Rein und raus, wie er möchte, weg quasi so ein bisschen von der Boxenhaltung. Und allein das ist ja schon, ja, glaube ich, Urlaub für die Pferde. Und jetzt bin ich gespannt, was Vicky jetzt macht. Wir haben so ein bisschen abgesprochen, worauf ich zum Beispiel achten würde. Ich möchte ganz gerne, dass der Sito sich nicht da oben in dieser Haltung parkt, sondern dass er wirklich ganz ehrlich über den Rücken kommt, sich auch traut abzukauen. Und das hat sie gestern schon so ein bisschen angefangen. Und vielleicht, jetzt wo die erste Aufregung weg ist, vielleicht klappt es heute ja sogar noch viel besser. Wir schauen einfach mal. So ein ganz angenehmes Pferd. Also kann ich nicht anders sagen. Ein Stückchen zurück. Gut so, warte mal. Warte mal. Beim Aufsteigen stehen bleiben gehört hier zur Pflichtübung. Das muss dann Sito wohl noch lernen. Na, so, kann schön warten. Ja, schön warten. Müssen auch noch mal den Sattel nach vorne legen. Alles ganz easy peasy entspannt, ne? Ja. Fein. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe mich ja hier extra bombardiert. Alles ganz entspannt. Warte, der Nasenring ist ganz schief. Ich weiß, den habe ich gerade eben schon wieder gerichtet. Ist das vielleicht, komm mal her, komm her. Ist das vielleicht da schief? Alles gut, 1, 2, 3. Ah ja, deswegen. Aha. 1, 2, 3. Komm mal her. Ja, ich bin vorsichtig. Alles gut. Warte mal hin. Hier. Bitteschön. Bitteschön. So, press einfach das Teil. Und dann. Ist gut. Ist alles gut, ne? Ja. Oh, aber warte eben, Vicky, ich habe noch nicht das ganze Kram hier verstellt, weil der ist schief, weil der hier ungleichmäßig eingestellt ist. Ich habe auch erstmal noch gegurtet. Nein. Warte, warte. Halt ich schon mal ein Leckerli parat? Mhm. Das sieht du, wenn man nämlich brav stehen bleibt. Mhm. Wenn nicht, dann kann ich dir sagen, kann das passiert auch noch eine Stunde dauern. Steig nämlich so lange auf, bis du stehen bleibst. Ach so, das ist wegen dem hier. Hm? So. Fein. Fein, ne? Er hat das Maul nach vorne. Jetzt? Jetzt noch eins hinterher. So, ich weiß ja nicht, ob das mit ihm möglich ist oder ob du dir das zutraust. Das musst du dann schauen, wie sich das da oben für dich anfühlt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir Falco angefangen haben? Dass wir den immer am langen Zügel auch getrabt haben, bis er freiwillig in die Tiefe gegangen ist oder so am langen Zügel. Vielleicht ist das etwas, was du vielleicht beim Galopp mal probieren musst. Ja. Und dass du erstmal versuchst zu gucken, was bietet er dir an. Mhm. Das wird sich auf ihn alles viel schneller und viel größer anfühlen. Das hat sich gestern angefühlt, als wenn eine Zickelrunde zwei Galoppsprünge wären. Ja, das sah total schön aus. Ne, also du bist nur was ganz anderes gewöhnt, weil Happy geht ja auch nicht so Riesensprünge, sondern kleine, schnelle. Aber ich weiß noch, wo du das erste Mal auf Konrad gesessen hast. Der hat ja auch früher große Schritte gemacht. Das weiß ich gar nicht mehr. Da musst du ganz viel Bewegung haben. Und dass du erst mal schaust, was bietet er dir an. Mhm.
ne, das, du versuchst, dich darauf einzulassen. Mhm. Und dann guckst du mal, inwieweit du das runterregeln kannst oder zulegen kannst. Okay. Und ich glaube, wenn ihr beide denn so ein bisschen ein Team seid, dann kannst du das ja vielleicht auch kontrollieren, indem du ihn mal kontrolliert, bewusst vorwärts schickst im Galopp und ihn dann auch wieder zurückholst, weil dann zeigst du deinem Gehirn, dass das normal ist. Ne, weil da, wo du ihn bei Svenja geritten hast, da hast du den ja vorm Sprung einmal so vorwärts geritten, da habe ich gedacht, jetzt geht er durch. Und das scheint dir ja gar nichts ausgemacht zu haben. Nö, das hat sich auch ganz langsam angefühlt. Ja, das war aber schnell. Fein. Ne, mach dich schön groß, ganz groß. Stell dir vor, du bist bei deiner Springtrainerin. So, aber der Schweif ist deutlich ruhiger als gestern. Du machst also irgendwas anders als gestern. Weißt du das oder ist unbewusst? Nee, er kaut halt besser ab. Ah ja, okay. Fein. Ne, lass schön den Absatz tief. Genau. Bein nach vorne kommt. Genau, damit es nicht zum Treib da hinten hin wackelt, ne? Ja, wenn du so diese kleinen Sachen machst, kann er auch nicht ganz so schnell. Das wäre denn ein Schritt zu viel. Ne? Du musst so ein bisschen das Tempo erstmal rausfinden, wo er sich fallen lassen kann. Ich glaube, das ist es. Und wenn das automatisiert ist, dann kann man irgendwann sagen, so, wir machen ein bisschen mehr. Ne? Aber jetzt erstmal geht es darum, dass er deiner Hand folgt und dass er deiner Wade weicht ohne Sporen. Merkst du, dass du links dran bist mit dem Sporen? Ja, aber lass dein Bein mal vorne. Beantworte mir einmal kurz die Frage, als du bei Svenja warst, hat sie das ja gesagt mit diesem Bein hinten zum Treiben. Da hat sie dir irgendwie gesagt, du sollst dein Bein da vorne lassen und unten zumachen. Und nicht zum Treiben nach hinten nehmen. Irgendwie so, da war so starker Wind. Ich konnte das nicht alles richtig hören. Aber das war so, dass dein Bein zum Treiben immer nach da hinten gegangen ist. Und das hat sie korrigiert. Und das war dann richtig gut auf Campi. Richtig gut, auch bei den Übergängen. Als du das irgendwie da vorne gelassen hast. Richtig, richtig gut. Ganz toll. Mach ruhig weiter so. Ne? Und versuch dich auf dein Bein zu konzentrieren, weil ich mir vorstellen kann, dass er sich verspannt, wenn du das da hinten hin machst. Ich gehe erstmal wieder in die Sonne. Da ist es schöner. Hier unten ist besser. Ne? So, richtig gut. Und er hat jetzt schon toll reagiert auf deine weisende Hand. Ja, die beiden. Richtig toll. Vicky und ich haben gerade abgesprochen, dass sie erstmal bei dem Situ wirklich so ein ganz bisschen Wegweiser macht. Dass er wirklich lernt oder dass er mit ihr das lernt. Wenn sie an der inneren Hand was macht, dass er ihr wirklich folgen kann. Es ist ja häufig so, dass bei den klassischen Reitweisen oder so, wie ich es halt hier oft kennengelernt habe, dass die Pferde recht fest an der äußeren Hand gehalten werden und dann die Innenstellung sehr schwer ist. Und durch den Wegweiser, indem man außen mal wirklich wegtut, gibt man den Pferden jetzt quasi situ die Möglichkeit, erstmal auszuprobieren, was will diejenige denn da oben überhaupt. Und wenn er schön abkaut, wird er gelobt. Die äußere Hand kommt dann Stück um Stück dazu, wenn wirklich die Reiterhand so viel Gefühl hat, dass sie fühlt, wann es zu viel äußere Hand ist, wann es zu wenig äußere Hand ist, weil es soll ja eigentlich nur eine Anlehnung sein, eine leichte, flexible Anlehnung. Und das ist häufig ein Riesenproblem.
Und deswegen fange ich ganz gerne immer erst mit gar keiner Anlehnung außen an. Und dann, wenn der Reiter gemerkt hat, wie leicht es ist, ein Pferd in Innenstellung zu reiten, dann kommt die äußere Hand dazu, weil dann merkt er oder sie sofort, oh, die Innenstellung, die ist jetzt aber ganz schön schwer. Woran liegt es? Dann bin ich wohl zu fest mit meiner äußeren Hand. Und dann kann man das richtig schön lernen. Und das hat Vicky gerade im Schritt gemacht mit Zito und setzt das Ganze gerade im Trab um. Und ich sehe schon, sie hat den äußeren Zügel schon leicht dazugenommen. Und jetzt heißt es für Vicky ausprobieren, wie viel äußeren Zügel darf ich nehmen, ohne die Innenstellung zu blockieren oder das gesamte lockere Bild zu verlieren. Und wie viel muss ich haben, um eine Anlehnung zu bieten? Und das ist ganz, ganz toll gerade. Ne, wenn du merkst, es ist schwieriger in der Innenstellung, kontrollierst du deine äußere Hand. Oh, jetzt achtest du aber schön auf dein Bein. Sehr gut. So. Ne, und wenn du merkst, es ist mal schwer, kontrollierst du die äußere Hand. Und was ich gerade sehe, ist, dass du die innere Hand wegschmeißt, obwohl er noch nicht weich geworden ist. Vorsichtig. Sehr schön. So. So, das ist jetzt ein ganz langsamer Galopp. Ja, sehr schön. So, und jetzt musst du aber mal gucken, dass du deine Zehenspitzen wieder nach vorne kriegst. Oder wir müssen den Sporen abmachen. So. Guck mal, und jetzt machst du diese Galopparbeit. Kannst du zum Beispiel das, was wir eben im Trab und im Schritt gemacht haben, könntest du jetzt auch im Galopp machen.